Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Gesamtfläche von 2,3 Millionen Hektar das sechstgrößte Bundesland Deutschlands. Fast ein Viertel der Fläche, nämlich 24%, ist mit Wald bewachsen. Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Ein Wald ist aber noch weit mehr als nur ein Lebensraum, Sauerstoffspender oder Klimaschützer. Da Wald so wichtig und wertvoll ist, ist sein Schutz sogar im Landeswaldgesetz von Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. Wald hat eine Schutz-, eine Erholungs- und eine Nutzfunktion. Zum Beispiel Holz. Der älteste Baustoff der Welt. Seit Jahrtausenden kommt er zum Einsatz. Und auch in unserer modernen Welt ist Holz als Baustoff nicht mehr wegzudenken oder zu ersetzen. Unsere Wälder sind also ungemein wichtig, vielseitig, vollbringen Superleistungen und haben es sich redlich verdient, gut behandelt und erhalten zu werden. Vor allem auch im Hinblick auf unsere eigene Zukunft und im Leben unserer Kinder und Enkelkinder. 9 Uhr morgens, Grundschule Wittenburg. Bei den Schülern der Klasse 2a herrscht helle Aufregung aus gegebenem Anlass. Hoher Besuch kündigt sich an. Anlässlich des Tages des Waldes, am 21. März, gibt das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt gemeinsam mit den Landesforsten MV eine neue Kinderbroschüre heraus. Pino und Ecki erkunden den Wald, so der Titel. Und Minister Dr. Till Backhaus lässt es sich nicht nehmen, die druckfrischen Hefte den Zweitklässlern selbst vorzustellen. Wir können ja gar nicht früh genug anfangen. Die frühkindliche Erziehung geht ja in den Elternhäusern los. Das ist natürlich meine dringende Bitte, gerade an die Eltern auch, sich des Themas zu stellen. Wir werden ja oftmals kritisiert als ältere Generation. Wir würden zu wenig tun und die letzte Generation probt den Aufstand. Ich muss ganz klar sagen, wir in Mecklenburg-Vorpommern wollen natürlich mit den Eltern, mit den Kindergärten, mit den Schulen, aber auch mit den Universitäten, Hochschulen, und letztendlich dann natürlich auch die Menschen und die jungen Menschen hier für unser Land begeistern, aber auch sie hier behalten. In der neuen Broschüre entdecken der 10-jährige Pino und Buchecker Ecki ihre Heimat Mecklenburg-Vorpommern, speziell unter dem Gesichtspunkt Wald. In den Kernzonen, das ist in der Mitte, wenn man so will, der Kern. Sie erfahren, was man zum Beispiel alles aus Holz herstellen kann, welche Waldberufe es gibt und warum der Wald wahre Superleistungen vollbringt. Dem neuen Aushilfslehrer gelingt es meisterhaft, die Kinder zu begeistern. Die Broschüre macht auf viele Facetten des Waldes aufmerksam. Ein wahrer Alleskönner. Er schützt vor Erosion, Hochwasser, Trockenheit und Hitze. Auf spielerische Weise lernen die Kinder die Wichtigkeit unserer Wälder richtig einzuschätzen. Meisterhaft vorgetragen von Grundschullehrer Till Backhaus. Wie wichtig ist dieses Wissen für unsere Kinder? Haben wir heute auch wieder einen Beitrag geliefert, dass nochmal die Liebe zur Natur, die Entdeckung der Begabung, das hat man ja hier auch sehr deutlich gemerkt, der Kinder herauszuarbeiten und sie dann auch zu fördern, aber auch zu fordern. Jeder kann seinen Beitrag leisten und wenn es mir heute gelungen ist, zum Beispiel die Kinder zu animieren, gut miteinander umzugehen, wer mit Pflanzen, wer mit Tieren gut umgeht, der geht mit Menschen gut um. Ein bisschen mehr Achtsamkeit und unsere Welt wäre eine andere. Umso wichtiger die Grundlagenarbeit mit den Kindern. Nach Pino und Krümel erkunden den Boden und Pino und Aqua erkunden das Wasser, ist dies bereits die dritte Kinderbroschüre, die auf die Besonderheiten in der Natur in Mecklenburg-Vorpommern eingeht. Die Vorgängerhefte waren zeitweise bundesweit dermaßen nachgefragt, dass mehrmals nachgedruckt werden musste. Im Ministerium hat man begriffen, nur auf diese spielerische Weise ist es möglich, Kindern die komplexen Vorgänge der Natur nahezubringen und begreiflich zu machen, dass in unserer Welt anscheinend alles mit allem zusammenhängt. Irgendwie.
und das eigene Überleben auf dieser Erde auch ein bisschen mit der Erkenntnis des Wortes Respekt zusammenhängt.